Hallihallo. Hören Sie mich? Hallo. Hören Sie mich einigermaßen? Klappt das? Laut und deutlich. Prima. Wir warten noch einen kleinen Moment, sind noch 2 Minuten Zeit und dann starten wir, ne? Eine kurze Frage, Sie haben uns wohl einen Link rumgeschickt oder können wir dann in dieser Konferenz verbleiben für die Übung? Ja, ich schalte den dann ab, ne? Klar. Ah, okay, ich hol den anderen Link dann. Ja, ich mach den nachher neu auf, ne? Ich denke mal, das ist das Beste. Okay. Ja. Gut. Ich muss mal gucken, ob das weg geblieben ist jetzt. Ob das weg ist. Sehen Sie mich? Haben Sie mich im Video irgendwie? Ja? Gut. Also, wir können Sie sehen. Ja, das ist schön. Dann lasse ich das mal da oben drunter stehen, ne? Das geht eigentlich nur noch jetzt darum. Ich habe nämlich eine neue Kamera. Und leider, ich glaube,
Das kann ja auch groß ziehen, ne? Sehen Sie, ist größer, klappt das? Groß, klein, das müsste auch klappen hier, ne? Sowas, ne? Denke ich mal, ne? Ich weiß aber nicht, wie das jetzt ist. Ja. Ja, also, ich hoffe, dass. Ja, alles gut. Geht los. Eine Frage zu diesem, Sie haben jetzt einen Mikro geschickt mit dem Instructor, dann werden Sie wahrscheinlich gleich noch mal verlieren. Welchen Link? Mit diesem Instructor, also wenn man das runterladen soll. Ja, das sagen wir nachher noch, da mal klar. Ne? Ist noch jemand da, es sind 25 Leute. Wird schon irgendwie klappen jetzt. Ich muss noch mal kurz eine E-Mail schreiben und dann sehe ich gerade. Könnte mal jemand auf YouTube gehen, ob der Livestream läuft? Das kann ich auch nicht von hier. Das will ich jetzt nicht machen, das ist mir einfach zu riskant. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier eine Verbindung hingekriegt habe. Ja, das stimmt. Dann habe ich immer mal abgeschaltet. Funktioniert, ja? Alles klar. So, 26 Leute sind jetzt hier. Und Sie sehen da auch mein kleines Bildchen mit drin jetzt. Ja, das klappt alles irgendwie. Ich hoffe, dass das hinhaut. Ansonsten ist das alles möglich. Gut, dann, hier kommt noch einer. Kommt noch einer rein. Das ist also ein bisschen. Das ist extra mal geschrieben, aber ja, Den lassen wir auch noch rein. Gut. Ich sehe mich jetzt nicht in dem Bildchen, das muss ich also sagen. Da sehe ich immer bloß irgendwelche Leute drin. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt einstellen kann. Guck doch mal an, ob ich so ein Rastervideo. Ah ja, es geht's wieder. Gut. Dann haben wir ja gleich nochmal hier so ein kleines. Das kann man ja auf alle Fälle sehen. Ne? Gut. Alles klar, ich lasse das mal mitlaufen hier. Vielleicht mache ich es auch wieder weg, je nachdem, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Aber es ist mal besser, wenn da wenigstens einer zu hören ist oder zu sehen ist. Ne? Gut, so liebe Leute, wir fangen also jetzt an. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass wir wieder hier sind. Ob das jetzt so schön wird, weiß ich nicht. Noch 5 Leute im Warteraum. Also liebe Leute, das ist ja, da ist ja was los. Kleinen Moment, die sind ja alle Leute noch... Oh nee, ey, alle zulassen. Ja, Sie können das Mikro aus oder einschalten. Am besten Sie schalten es nachher aus. Ne? So, jetzt sind, wie waren wir denn jetzt hier? 32 Leute. 32 Leute sind jetzt hier. Gut, klappt. Klappt alles. Lass mal hier sehen. Ich würde mal zur besseren Verständigung, dass wir keine Rückkopplung kriegen, würde ich Sie bitten, mal die Mikrofone auszuschalten. Ich kann das auch machen für Sie, habe ich gerade. Das ist besser. Und wenn Sie eine Frage haben, schalten Sie das Mikrofon kurz ein und stellen die. Ne? Machen wir es so rum. Gut, also jetzt offiziell Hallihallo und ich beglückwünsche Sie, dass Sie wieder hier sind, habe ich schon mal gesagt. Wir werden sehen, dass wir das einigermaßen glatt über die Bühne kriegen hier. Es ist heute ein etwas längerer Tag. Sie haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass ich erstmal die 3 Stunden hier durchziehen möchte. Ich mache eine kurze Pause zwischendurch. Ne? Das mache ich aber mehr für mich, denke ich. Sie können sich auch mal ein bisschen zurücklehnen. Das auf alle Fälle werde ich versuchen, den Tag so zu gestalten, dass es nicht ganz so lang für alle ist. Es ist eben immer so, dass immer welche zu spät kommen. Das ist natürlich blöd. 4 Minuten kann man ja noch akzeptieren, aber jetzt reicht es. Muss ich mal hier rein. Also nochmal, mein Appell fürs nächste Mal. Seien Sie lieber 5 Minuten eher hier. Ich schalte dann schon pünktlich den Chat ein. Dann können wir das auch einigermaßen bewerkstelligen. Gut. Was machen wir heute? Wir werden uns also hier genau an der Stelle wieder einhängen. Schaltnetzwerke. Da hatte ich letztens natürlich die zweite Vorlesung nicht aufgezeichnet. Mein Fehler. Ich habe es auch nicht mehr. Und ich muss natürlich jetzt erstmal sehen, wie wir das hier weitermachen. Wir hatten hier aufgehört, also mit der Aussage, mit kombinatorischer Logik allein kann man keinen Computer bauen. Ich werde nochmal kurz das Ding hier aufzeichnen, worum es eigentlich ging, dass wir hier nochmal eine genaue Übersicht haben. Dazu muss ich mal ausschalten hier. So, das geht jetzt. So, dann will ich das jetzt mal hier ganz kurz für Sie darstellen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Jetzt sehen Sie natürlich immer noch diesen Bildschirm, ne? Den sehen Sie immer noch. Kein Moment. So, was ist denn das Ding hier? Was war hier?
Das habe ich natürlich hier, das muss ich mal so machen, glaube ich. So, jetzt sehen Sie wieder dieses Bild, das müsste ich hier reinfummeln. So, ist gut. Das sehen Sie jetzt auch, ne? Das auch über Zoom jetzt, dieses Bild. Das ist der freigegebene Bildschirm. Und ich mache das jetzt mal so. Ah ja, das ist natürlich dann blöd, hier heute alles gelungen. Jetzt muss ich nachher wieder rüber schieben. Gut, das ist ein bisschen doof gemacht jetzt, aber ich lasse es jetzt mal so. Wir hatten uns letztens mal so eine kleine Schema aufgezeichnet, die von Neumann Architektur. Mache ich nochmal neu. Und Sie mögen sich daran erinnern, das war also hier CPU, Zentralprozessor Unix, und da waren drei Bussysteme angekoppelt. Und die Bussysteme, das war einmal der Adressbus, dann war das der Datenbus und das war der System- oder Steuerbus. Ich schreibe mal Systembus. So, was war da angehangen, und damit werden wir uns heute ein bisschen noch auseinandersetzen, bevor wir weitermachen. Das war der ROM, Read Only Memory. Dann hatten wir hier, schreibe ich mal RAM rein. RAM, Random Access Memory. Dann hatte ich die externe Geschichte noch mit rausgezogen, weil wir das bräuchten wir. Das waren die, waren externe Speicher, zum Beispiel SSD und HD, Solid State Drive und Hard Disk. Und hier hinten hatte ich ganz einfach nochmal die EA-Geräte rangehangen. Ja? Eingabe, Ausgabe, so. Ausgabe, Eingabe, Ausgabe, so. Das soll dann der Start sein. Ich komme da nochmal zurück auf unser Moodle, weil ich da ergänzt habe. So, diese, das waren, und hier war der Takt, glaube ich. Takt, Takt. So, ganz einfaches Schema nochmal für Sie. Diese, ich muss das rüberschieben, ich kann das aber so machen. Ah, ich mache das so, das geht ja. Kann ich das hier machen? Das schiebe ich dann mal rüber, ne? Das auf den Bildschirm, weil das, denke ich mal, am besten so läuft. So, weil der Bildschirm nämlich in Zoom mitgeht und der muss natürlich dann auch hier umgeschaltet werden wieder für die Leute in YouTube. So, das hätten wir also, da sind noch fünf Leute im Warteraum. Mensch Leute, jetzt gibt es aber gleich mal einen Anpfiff. So, warten Sie mal einen kleinen Moment, dann geht's los hier. So, liebe Leute, ich habe jetzt nochmal die zu spät Komma reingelassen. Ich beglückwünsche Sie, dass Sie hier sind. Das dritte Mal sage ich das jetzt. Es ärgert mich total, dass Sie so spät kommen. Das nächste Mal werde ich Sie nicht mehr reinlassen. Da müssen Sie sich das Ding in YouTube angucken. Ja, da haben Sie dann gar keine Möglichkeit, hier groß noch mit rumzueiern. Ich habe keine Lust, das laufend wieder aufzumachen, das ganze System. Das stört mich nämlich. Das stört mich, das glauben Sie gar nicht. Und wenn Sie das nächste Mal zu spät kommen, wie gesagt, bleiben Sie draußen. Ob Sie dann zur Übung kommen, ist mir auch wurscht. Gut, also nur mal so eine kleine Ansage. Ich habe es ja nur heute mal schriftlich rumgeschickt und gelesen haben Sie es ja auch. Wahrscheinlich zu spät gelesen ein bisschen. Wir hatten hier eben auf meinem Bildschirm rumgemalt. Wer war denn das gewesen? Ich will Sie nicht sperren. Ich habe Sie ja freigegeben. Ne? Also wie gesagt, hier hatte eben einer rumgemalt hier vorne. Macht nichts. Gut, also mit kombinatorischer Logik allein kann man das nicht bauen. Ich lasse den jetzt nicht mehr rein. Einmal noch, ja, also das lasse ich nicht mehr rein. Die sollen es, sagen Sie Ihren Kumpels Bescheid, wer jetzt noch kommt, der kann sich das auf YouTube anschauen. Ich habe jetzt hier Logistik und Gedächtnis, das war letzte Woche, und das wollen wir uns noch mal, reinziehen, das ganze Ding. Dazu mache ich das noch mal hier zurück, das andere Teil, und schalte mal die Kamera hier ein, diese hier, die, jawohl. Und da habe ich also hier eine Möglichkeit gefunden, ich habe das nochmal gesagt, das waren die Schaltleitungen E1 und E2, vielleicht ist das noch bekannt bei Ihnen. Das waren diese beiden Schaltleitungen, warte mal, kann ich das ein bisschen rüberschieben? So machen, ja, das sind die Schaltleitungen, das waren die Schaltleitungen E1, ich werde das mal kurz hier nachskizzieren, das ganze Ding, dann haben wir gleich nochmal die Möglichkeit. Das haben wir letzte Woche gemacht, da kam nämlich die Frage, ich habe das nicht mitbekommen und deshalb mache ich das normal. Das geht also relativ schnell, was ich hier aufzeichne. Das ist dieser Addierer, da kommt der andere hier oben ran, zack, zack, das war die Rückkopplung gewesen. Und der geht hier raus, kleinen Moment, geht gleich los, ja. Ich muss das mal abskizzieren hier. Das war die 1 und hier unten hatten wir dann den entsprechenden
E2 drauf zu liegen. So, und jeden gab es dann diesen Ausgang. So, ich zeige das gleich. Ja, das ist halt ein bisschen doof durch ohne Kamera. So, also im Endeffekt habe ich hier, haben wir hier dieses Schaltnetzwerk, das Schaltwerk, das ist also kein reines logisches, das ist eine Rückkopplung und das wird hier erreicht durch den Anschluss dieser Leitung hier unten dran. Ne? Also wir haben die beiden Eingänge, wir haben Ausgang hier hinten und das wollen wir nochmal erklären, was die einzelnen Bauteile überhaupt sind. Das ist ein Negierer. Das ist ein Negierer. Wenn hier 1 ist, kommt hier 0 raus durch diesen entsprechenden Ausgang. Der wird also negiert. Wir hatten die drei Schaltnetzwerke, die hatten wir uns also nochmal aufgeschrieben. Das ist ein End. Ich schreibe da mal ein End nochmal rein. Das ist der Negierer, hier ist ein End. Und das ist ein OR. So, die Wahrheitstabellen vielleicht nochmal für Sie, Eingang und Ausgang, das hat also jetzt wirklich nur, das ist der Eingang und das ist der Ausgang am Baustein selbst, ja, die Wahrheitstabelle. Das heißt also, wenn der Eingang 1 ist und 0 ist, dann ist der Ausgang 0 und 1. Beim End die Wahrheitstabelle auch nochmal geschrieben mit 2 Eingängen, das ist also dann wieder Eingang A und Eingang B. Ich will das mal mit A und B nochmal bezeichnen hier. Und das ist der Ausgang, dass man das nachvollziehen kann. Und da haben wir hier 01, 01, 1, 2, 3, 4. Und hier haben wir 0, 0, 1, 1. Sehen Sie also, das ist 2 hoch 0 und das ist 2 hoch 1. Und dann haben wir hier 0, 0, 0, 1. Und bei der OR-Geschichte das Gleiche. Dass wir das nochmal am Anfang voranstellen, nämlich wieder A und B. So, so. Und da haben wir natürlich den Eingang A und den Eingang B und den Ausgang. So, und dann heißt das ja, das ist blöd gemacht, ne? Gut. 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. So. Damit wir uns nochmal die Wahrheitstabellen hier ein bisschen mit reinziehen können. Das ist also eine wesentliche Sache. Heißt im Endeffekt, ich kann diese beiden Wahrheitstabellen benutzen, kann ich aber nicht, weil ich hier diese Rückkopplungsleitung habe. Und dann fangen wir jetzt mal an, die Leitung, was hier passiert. Das heißt, wir fangen jetzt mal folgendermaßen an. Schritt 1, die Leitung E1 wird gedrückt. Also, der Schalter wird gedrückt. So, der Schalter E1 ist in dem Falle geschlossen. Was passiert weiter? 1 wird zur 0. Ich mache das jetzt mal so mit. Das heißt, hier liegt 0 an. Hier unten liegt 0 an. Die Leitung ist offen. Hier liegt 0 an. Das heißt, in dem Moment wird hier auch eine 0 weitergegeben. Ja? Also hier wird eine 0 weitergegeben, weil der Schalter gedrückt ist. Wird hier eine 0 gesetzt. Ausgang E0, 0. Erster Schritt. Gedrückt, 0. 0 bleibt 0. Jetzt kommt diese Rückkopplungsleitung ins Spiel. Hier liegt 0 an. Das heißt, hier wird 0 eingespeist. So. So weit, so gut. Zweiter Schritt. Das war der erste. Wir wollen ja was rauskriegen. Zweiter Schritt. Hier ist 0. Das Ding ist offen. Und das ist 1. Wenn hier 0 ist, ist hier 1. Wenn hier 0 ist, ist hier 1. Wenn hier 0 ist, ist hier natürlich auch 0. Diese 0 und diese 1, heißt, der ist 1, der geht hier rein, kommt hier an, mit 0. 0 und 0 ist 0. Das heißt, ich kann hier drücken und machen, was ich will. Ich kriege hier gar nichts hin. So, jetzt kommt aber die zweite Leitung mit ins Spiel. Machen wir es mal umgedreht. Das ist die Leitung E1. E2.
Die wird jetzt kurzzeitig betätigt. Der steht auf 0. Ich mache das mal schwarz. Der steht jetzt wieder immer noch auf 0. Die Information läuft hier rein. Das ist ein Orglied. Wir betrachten mal gleich den Zweig weiter. Und hier oben läuft eine 1 auf, schwarz. Die 1 läuft da auf. So. Da hier E1 gleich 0 ist, bleibt hier die 1 stehen. Das heißt, wir haben hier 1 und 1, richtig? 1 und 1 liegt hier an. Der ist immer noch gedrückt. 1 und 1 gibt 1. Jetzt wird aber, das heißt, wir haben hier am Ausgang eine 1. Anstelle der 0 haben wir jetzt eine 1. Jetzt wechselt E2. Hier ist nichts passiert. E2 wechselt in den Zustand 0. Und jetzt passiert nämlich Folgendes, es passiert gar nichts. Hier liegt ja immer noch die 1 an. Der Eingang wird jetzt auf 0 gezogen, weil das Ding gelöst wird. Aber die einmal eingegebene Information bleibt hier hinten erhalten. Das heißt, E2 ist die Setzleitung. Ich kann eine Information setzen. Und jetzt behaupte ich das mal, E1 ist die Löschleitung. Das heißt, ob ich jetzt E2 fünfmal drücke, vollkommen wurscht. Ich habe es nur einmal gedrückt. Es funktioniert. Jetzt will ich die Information wieder löschen. Was muss ich da machen? Ich brauche lediglich diese Information auf 1 zu ziehen. Und die 1 wechselt hier hinten zur 0. Können wir ausprobieren. Wir haben also jetzt an der Stelle, das ist jetzt 0, das ist der aktuelle Zustand, ist hier unten 0. Und der Zustand wird jetzt auf 1 gezogen. Das ist ja der aktuelle Zustand, den wir hier hinten drin haben. Jetzt läuft das ganze System hier wieder ab. Das ist der Negator, hier kommt eine 0 rein. Damit beaufschlagen wir natürlich, der hat immer noch 1, aber hier kommt eine 0 an. Das heißt, der wechselt zu 0 und der ist nicht gedrückt auf 0 und die Information wechselt auf der anstellten Stelle zu 0. Das heißt, nochmal, mit der kombinatorischen Leitung, Setzleitung und die Löschleitung ist das. Damit haben wir also praktisch keine reine Kombinatorik über diese Selbsthaltung, die wir hier aufgebaut haben. Ja? Also das war nochmal eine kleine Exprise da rein. Ich mache das mal hier rüber, ihr könnt es wieder sehen. Das heißt, wir sind jetzt hier an der Stelle gelandet, dass wir hier eine explizite Löschleitung gesetzt haben. Das ist also hier ganz richtig. Gut, ich habe das E1 bezeichnet. Das ist die Setzleitung. Über E2 können Sie die Information jederzeit setzen und die Information löschen können Sie über die Leitung E1. Haben Sie dazu Fragen noch zu der ganzen Problematik? Das muss man einfach mal verstehen. Notfalls müssen Sie das einfach mal ein bisschen nacharbeiten. Ne? Also selber, dass Sie sich selber mal die kombinatorischen Komponenten rausgreifen. Das ist einmal der Negator, das ist die End und Or. Und dieses ganze Ding bezeichnet man als statische Speicherzelle. Das war vom letzten Mal noch. Ne? Da hatten wir das nochmal schon bewertet. Hatte ich aber nie aufgezeichnet, das habe ich das jetzt nochmal gemacht. Gut, der Rest, den wir davor besprochen hatten, der war relativ einfach. Der Übergang war natürlich von dieser einfachen kombinatorischen Schaltung, die wir hier oben betrachtet hatten, hin zu dieser Logik- und Gedächtnisschaltung. Das heißt also, wir sind in der Lage, einzelne Speicherzellen ein Bit mit einer 1 zu belegen und das eine Bit wieder zu löschen, indem wir die Löschleitung drücken. Ja, also das ist hier. Auch 0 ist ein Zustand, ne? Das ist, muss ich ja mal sagen, also 1 oder 0. Und dieses Gebilde, was wir hier haben, ist der schematische Aufbau einer sogenannten statischen Speicherzelle. Also das läuft an der Stelle relativ einfach ab. Bloß man muss mal diesen ganzen Mechanismus einigermaßen verstehen. Schauen Sie es nochmal an. Ich glaube, auch wenn ich hier ein bisschen geschmiert habe auf der Zeile, das war aber zu erkennen.
Das ist ein sogenannter Trockentest, das können Sie ja mit den verschiedenen Informationen machen. Beginnen Sie ruhig mal mit der 1, mit dem Zustand E1 und mit E2 können Sie dann die entsprechenden Leitungen nochmal betrachten. Ja, da will ich jetzt aufhören an der Stelle. Das hatten wir also hier, ich will die einzelnen Komponenten nochmal besprechen von der, und die Komponenten, die sehen Sie gleich nochmal hier, dazu muss ich das so wieder rüberschieben, das ist immer so ein bisschen blöd, ja, das muss ich nachher noch ein bisschen anders machen mit der Übung, das kriegen wir aber hin, das muss ich wieder reinschieben, ne? Gut, das geht schon. Also, diese Komponenten, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe von Neumann-Architektur, die müssten wir jetzt nochmal besprechen. Es ist eigentlich eine ganz einfache Kiste. Diese einzelnen Elemente, die habe ich Ihnen beschrieben, das kann ich auch so aufmachen nochmal, die habe ich Ihnen beschrieben, nachfolgen. Wir wollen das einfach mal machen und probieren, wie wir es am besten hinkriegen. Das heißt, Lese-Schreibspeicher, sogenannten SRAM, das sind statische RAMs mit rückgekoppelten Gattern. Das haben wir eben besprochen. So, die finden Sie zum Beispiel als Cache-Speicher. Hier ist es mal ein Pentium 3, uraltes Ding, aber der ist auch riesengroß. Ich habe extra die größere mal so ein bisschen genommen, sonst sehen Sie es nicht, ne? Also es hat sich nichts geändert am Aufbau. Was sich natürlich geändert hat, die entsprechende Größe. Ne? Das sind schon SMD-Bauelemente, also auf eine gedruckte Schaltung aufzulöten, die sind schon relativ schwer mit der Hand aufzulöten, aber es geht noch. Und die werden also eingesetzt als Zwischenspeicher, einige Kilobyte oder Megabyte. Nachteil, die sind sehr teuer. Vorteil, die haben natürlich einen sehr geringen Stromverbrauch im Ruhebetrieb. Ne? Also wenn du da nicht gespeichert hast, hast du ja fast keinen Stromverbrauch. So, im Gegensatz dazu, dynamisch gespeicherte elektrische Ladungsrahmen, die haben hohe Packungsdichte, die setzt man natürlich für den normalen Arbeitsspeicher ein, aber die müssen refreshed werden. Hatte ich Ihnen auch schon letzte Woche mal kurz erzählt. Ja, das sind diese Riegel hier, die Sie kennen hier, diese komischen Bauteile, die können Sie auch hier, ich habe da mal ein Original noch hier, die können Sie natürlich hier einsetzen, wo Sie lustig sind. Uiuiui, so richtig, ja. Die können sich ja auch einsetzen. Das sind die DDR3 Speicherbausteine, die sie haben. Ne? Also die kennen sie wahrscheinlich schon. Für die Notebooks sind sie ein bisschen kürzer. Aber ansonsten ist da nicht viel Unterschied dabei an der ganzen Kiste. Das ist eigentlich eine Situation, mit der sie relativ gut leben können. Und das macht auch keinen Sinn, jetzt die Dinger weiter hier zu bewerten. Also wie gesagt, das sind diese flüchtigen Speicher. Verlust aller Daten bei Abschaltung der Stromversorgung. Ganz, ganz wichtig. Ne? Und das Ding ist der RAM. Und hier steht es nochmal, Random Access Memory. Merken Sie sich das ruhig nochmal. Und die gibt es also in verschiedenen Ausführungen nochmal. Das sind SDs RAM zum Beispiel. Und hier hat man die DDR-RAMs, da gibt es also 1, 2, 3, 4, das ist doppelte Schreibdichte. Darüber brauchen Sie nicht viel zu wissen, Sie müssen nur wissen, was es ist. Gut, hier haben wir die Technik nochmal beschrieben, das können Sie auch alles vergessen, das brauchen Sie jetzt nicht. So, hier ist noch eine wichtige Sache, die ich mit Ihnen bereden will. Digitale Speicher, nur Lesespeicher, also nicht flüchtige Speicher sind das, das sind die PROMs. Also der Oberbegriff ist ROM, Read-Only Memory. So, da gibt es mehrere Ausführungen, also PROM, also das sind Programming Read-Only Memories, die sind also nicht löschbar, die schreiben da was drauf, die haben manchmal so ein kleines Fensterchen, die werden aber auch nicht mehr hergestellt. Ich hatte es aber hier nochmal genommen, die größeren, da konnten sie mit UV-Licht löschen, ja, also die E-PROMs zum Beispiel sind mit UV-Licht löschbar und wieder programmierbar. Achtung, liebe Leute, wenn Sie im BIOS rumvorwerken und wollen dort ein sogenanntes Update fahren, also ein EEPROM flashen, dann kann es natürlich passieren, dass Sie da ein falsches Programm drauf spielen und dann haben Sie Ihren Rechner praktisch zur Beerdigung freigegeben. Beerdigung freigegeben ist auch nicht richtig, aber es macht Sie sehr schwer, an der Stelle den entsprechenden Rechner wieder
in Gange zu bringen. Also da müssen wir das Ding löschen lassen. Und jetzt kommt die große Hürde bei den modernen, ja, wirklich sehr kleinen, leistungsfähigen Geräten. Also einen kleinen Laptop haben oder so, einen 13 Zöller. Naja, da ist nicht mehr viel, das ist alles verlötet, da kommen sie schlecht dran, dann können sie das Ding wegschmeißen. Das macht ihnen keiner mehr. So, Flash EEPROM, die kennen wir alle, das sind die SSDs. Mehr ist das nicht. Ne? Das sind die SSDs und das sind zum Teil auch unsere Sticks, die wir hier haben. Ne? Also die entsprechenden Speicherbausteine, die sie also überall zu kaufen kriegen für ganz kleines Geld. Gut. Ja? Eine Frage, allein schon zum Namen, nur Laserspeicher klingt ja irgendwie sehr kontraintuitiv, wenn man sagt, man kann es da auslesen, aber nichts daran speichern, da ist da nichts gelesen. Wie kommst du darüber bezeichnen? Also Sie müssen sich das so vorstellen, diese EEPROMs oder die ROMs, da können Sie nur was drauf speichern, wenn Sie die physikalischen Eigenschaften des Speichers verändern. Also ganz deutlich, es wird eingebrannt. Es werden richtige Strukturen eingebrannt. So, und das können Sie natürlich nur bedingt oft durchführen. Das heißt, alles, was Sie dort drauf geschrieben haben, können Sie wieder löschen, aber das ist jetzt nicht zyklisch gedacht bei diesen Geräten. Die vorstellen, die nur löschen kann, wenn ich sie poliere, dann kann ich doch da eine Ritzen reinmachen, aber irgendwie ist dann nichts mehr da. Genauso ist es, genauso können Sie sich das vorstellen. So, genauso kann man das sich auch vorstellen. Sie haben auch das gleiche Prinzip bei den wiederbeschreibbaren CDs. Da haben Sie ja, machen Sie ja weiter nichts, indem Sie durch hochenergetisches Licht die Oberfläche verändern. Und wiederbeschreibbar heißt, das können Sie 2-3 Mal machen, dann ist die aber auch, dann ist die auch freigegeben zur Beerdigung. Ne? Und das passiert hier genauso. Das war auch ein großer technologischer Fortschritt, diese Flash-EEPROMs zu entwickeln, und zwar die Einführung der SSDs. Was Sie auf keinen Fall bei einer Solid-State-Drive machen, was genau genommen auch so ein Flash-EEPROM ist, das dürfen Sie nicht machen, eine Defrakturierung. Ich rate immer dazu, auch heute noch, keine hochkapazitiven SSDs einzusetzen. Also bis 500, wenn Sie es mal sehen, die Markenhersteller der PCs, die nutzen das aber wirklich nur bis 500 Megabyte. Ein Tera ist schon kritisch, ja. Man schafft die Grenze schon. Und zwar sind die aber auch alle nur ausgelegt, naja, in der technischen Mechanik spricht man von der Dauerfestigkeit. Wenn Sie zum Beispiel eine Achse belasten mit Zug und Druck, dann gibt es da so ein Dauerfestigkeitsdiagramm, haben Sie vielleicht schon gesehen. Haben Sie bei Herrn Johnson, ist der die Unterlagen von Johnson noch? Oder der ist ja im Ruhestand. Kennen Sie den noch? Nee, ne? Bei wem haben Sie Technik? Aber auf jeden Fall seine Unterlagen. Also das kribbelt sich von Herrn Johnson. Ich wollte gerade sagen, ist mein Kumpel. Also das ist ein Kumpel von mir. Langjähriger Freund. Wir kennen uns schon seit, wann haben wir angefangen? 86, 87 an der Hochschule. Was war, ja, 87. An derselben Hochschule. Und das gibt so eine ZTU-Schaubilder, das sind Dauerfestigkeitsschaubilder. Das heißt, wenn eine Fahrzeugachse, die wird ja immer belastet, Zug und Druck, je nachdem, durch Wellen oder durch Bremsen oder Beschleunigung. Natürlich bricht die irgendwann, aber die ist so ausgelegt, dass die Anzahl der B- und Entlastungen weit über dem liegt, was sie je erreichen. Und da sagt man, das Ding ist dauerfest. Das sind die EEPROMs leider nicht. Ja, also man kann sie nur bewusst mehrere Male beschreiben und dann ist die physikalische Eigenschaft erschöpft, nochmal neue Informationen drauf zu schreiben. Ja. Das gleiche tritt aber auch ein, wenn Sie so einen USB-Stick zum Beispiel sehr oft einsetzen. Es kann genau das gleiche sein, dass Sie dann wirklich Informationen verlieren. Deshalb sind die SSDs meiner Meinung nach noch, generell nicht geeignet, um Daten hier zu speichern. Das ist also eine Sache, die kann man vertreten. Die Anzahl sind hoch genug, die Schreibvorgänge sind hoch genug, aber es ist immer schön, wenn Sie so eine SSD mehr als Lese, also wenn Sie Programme drauf installieren, ja, machen Sie ein Laufwerk C mit einer SSD und dann legen Sie Ihre Programme ab, da werden Sie nie Probleme kriegen. Aber wenn Sie das zum Beispiel jetzt für eine
Datenbank einsetzen und Sie haben dort wirklich sehr viel Lese- und vor allem Schreibvorgänge drauf, dann ermüdet Ihnen das Ding schon. Ja, es muss dann durchs Betriebssystem abgefangen werden, dass also dann die entsprechenden Sachen herausgenommen werden, die Speicherzellen, die nicht mehr funktionieren. Das funktioniert auch, das übernimmt dann praktisch ein Journal. Aber im Verhältnis zur Lebensdauer einer Harddisk, also einer entsprechenden Festplatte, ist die Lebensdauer relativ gering. So, das muss man wissen. Ne? Deshalb, ob Sie es glauben oder nicht, auch heute werden Datensicherungen noch auf Magnetbändern ausgeführt. Digital natürlich, aber auf Magnetbändern. Weil die Sicherung, auch besonders auf optischen Datenträgern, was man da mal machen wollte mit 10 CDs, auch nicht über Jahre greift. Ne? Gerade wenn Sie so eine CD haben, da habe ich noch eine da. Moment, das ist ja egal, wie der aussieht. Ja, ich hole das mal eine CD ran. Ja, das ist mal so ein Ding hier. Moment, schalte ich mal gleich die andere Kamera wieder ein. Dann haben wir es gleich. Ja, diese CDs, die sind natürlich dann auch nicht so sehr schön. Ja, da wird ja hier unten die Oberfläche, das sehen Sie vielleicht, warte, ich muss das mal kippen. Jetzt sieht man das ein bisschen, die ist nicht ganz beschrieben. Da sieht man dann in den beschreibbaren Teil. So, und hier ist relativ dicker Kunststoff drauf. Hier können Sie ruhig kratzen, das ist nicht das Problem. Wenn Sie die Informationen nicht mehr lesen können, ja, was macht man da? Da kann man zum Beispiel mit Zahnpasta die kleinen Sachen wieder zuschmieren und dann abschmirgeln, das geht. Das ist nicht so schlimm. Da werden die Informationen dann nur, das ist eine ältere, sehen Sie auch ein bisschen, ja, und da werden die Informationen natürlich auch entsprechend schlecht, gibt auch Fehler, wenn die zerkratzt sind hier. Die Informationen werden aber sehr weit oben an dieser Deckfarbe gespeichert. Wenn Sie mal jemand ärgern wollen, dann kratzen Sie das Ding hier kaputt. Oder so wie ich das hier gemacht habe, das ist zwar ein spezieller Stift, wenn Sie jetzt noch mit so einem Marker hier drauf gehen, die wirklich eine starke Durchdringung haben, dann haben sie das Ding kaputt gemacht, ja, weil dann die Informationen von der Seite nicht mehr abgelesen werden können. Also, das will ich bloß nochmal mit einflechten. Wenn wir uns schon mal über so eine Sachen hier unterhalten, gehört das meiner Meinung nach immer mit dazu. Und da haben sie natürlich dann die Möglichkeiten entsprechend. Warte, ich muss das wieder rübernehmen, hier für die anderen ist das dann immer ein bisschen schlechter zu sehen. Gut, also, wie gesagt, von der Besprechung her, diese EEPROM-Speicher bestehen aus physikalisch veränderten Schichten. Sie können das mehrfach machen, aber irgendwann ist diese Kiste am Ende. Gut. Wie sieht nun die Rechnerarchitektur aus? Ich hatte Ihnen ja so ein anderes kleines Skizzchen hier gezeigt, das haben Sie vielleicht noch vor sich. Das Ding ist aber genauso. Sie könnten also, wenn Sie mal eine Skizze abfordern wollen, könnt ihr das natürlich genauso machen. Hier ist nochmal Wert drauf gelegt auf den sogenannten RAM. Und zwar in dem RAM befinden sich die entsprechenden Speicherzellen in, sag ich mal, alphabetischer oder in geordneter Reihenfolge von klein nach groß. Ja? Und es ist vollkommen egal, ob die Speicherzelle einen Befehl enthält oder einen Datenwert. Man trennt das schon ein bisschen, dass mit denen die Programme hier eingelagert werden in den RAM, um dann, sage ich mal, ihre Funktion auszuführen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Programm öffne, ich habe das letztens in C geschrieben, das ganze Ding, dann nimmt dieses Programm, was ich hier ablege auf dem externen Speicher, das lege ich also hier ab, das Programm, und ich rufe es auf, beziehungsweise ich starte das durchs Betriebssystem, dann wird dieser externe Speicher angesprochen und das Programm, was ausgeführt wird, das wird hier reingepackt in den RAM. Zu fast 100%, gehen wir mal davon aus, zu 100%. Und erst wenn es hier drin ist, wird ab einer Startadresse, müssen Sie sich den RAM vorstellen, ich werde das mal zeigen nochmal, können Sie sich den RAM also vorstellen, wie einen entsprechenden, wie eine Startadresse, also wie ein laufender Zähler. Ja, können Sie das hier sehen? Also, hier haben Sie Speicherzelle
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Das ist die Speicherzelle. So, und da werden die Informationen reingelegt. Die Speicherzelle habe ich jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dargestellt. Der RAM ist aber anders organisiert. Zur Einfachheit haben wir das mal so gemacht. Ja? Das heißt, Sie müssten normalerweise folgendermaßen anfangen. Und wenn wir ein 8-Bit-System haben, da sind wir jetzt dabei, ein 8-Bit-System, das ist mir das zu blöd, die hast die laufende Nummer, dann ist das die Speicherzelle 0. Und dann hast du hier 8-Bit, meinetwegen kannst du hier, und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Speicherzellen. Dann würde hier die 7 kommen, dann hast du wieder 8-Bit. Ja, und dann würde hier, glaube ich, F kommen, ne? Dann kommt hier F. So. Wenn man das mal hexadezimal darstellt. So, da hast du wieder die 8-Bit. Das heißt, hier kannst du immer 8-Bit abspeichern. Das hatten wir letzte Woche schon mal gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, reinmachen, 8. Und das gleiche setzt sich so weit fort. Ja? Das heißt, diese 8-Bit sind immer gemeinsam zu adressieren. Und die werden auch dann, na, das können Sie ja hochrechnen, 32-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit-System. Da hast du eben dann hier wirklich ein Offset von 64 zu liegen, hier hinten drin. Naja, und da hast du natürlich dann das Problem, wo sind die Informationen, wo findest du sie? Und das muss ein Programm natürlich, das wird durch die CPU abgearbeitet. Das heißt also, über den Datenbus oder über den Adressbus wird meinetwegen hier die 7 adressiert. Und du würdest dann wirklich die 8-Bit mit einem Schlag in die CPU hochladen. Und da wird entschieden, ob es sich um Daten handelt oder ob es ein entsprechender Befehl ist, ja. Es gibt also die Programme, die werden dann auch so abgelegt, dass es einen entsprechenden eine Befehlssequenz gibt und ein Datensegment. Das heißt, von der Stilisierung ist das schon ganz richtig hier gelöst, was Sie hier sehen, dass dieser ganze Vorgang so ein bisschen getrennt ist hier, ne, im Hauptspeicher. Die Organisation des Hauptspeichers ist natürlich eine wichtige Sache. Man kann sich das vielleicht nochmal anders vorstellen. Ich will mal probieren, ob ich die Adresse auslesen kann. Dann werden Sie es mal sehen. Ich mache mal ein kleines Programmchen. Das machen wir mit dem Programm am besten. Ne? Das geht relativ schnell. Ich muss das hier wieder umschalten. Hier, zack. Ich mache mal ein kleines Programm. Komm, das ist jetzt, dauert ein bisschen, bis das oben ist. Das ist schon gestartet. Kleinen Moment bitte. Kommen. Da will ich Ihnen das mal beweisen, dass Sie wirklich sehen, dass man auf die Adressen zugreifen kann. Zum Beispiel, ne, das erkläre ich dann noch mal kurz anhand des übertragenen Vorganges. So, sehen Sie das? Ja, können Sie sehen. Ne? Das ist ganz gut zu sehen. Ja, das kennen Sie ja schon. Das ist praktisch eine C-Oberfläche. Ja, die habe ich ein bisschen vergrößert. Da hatte ich das, glaube ich, das hatten wir letztens gemacht. Und wir wollen also hier nochmal ein neues Projekt aufbauen. Neues Projekt. Und das Projekt soll dann einfach mal heißen, wenn wir das richtig machen, Adressen RAM. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen natürlich auch die Quellen hier zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, das ist nicht so zielführend. Wichtig ist so, dass Sie die Ausgaben mal sehen. Wir machen das mal im Output hier unten gleich mit rein. Das wird schon klappen. So, wo ist das Ding? Adressen RAM. So, gibt es eine Source. Jetzt muss ich natürlich drei Zeilen programmieren, um das mal zu zeigen, wie das funktioniert hier. So, und jetzt geht das folgendermaßen. Wenn ich hier zum Beispiel int a schreibe, dann wird auf dem RAM, ich schreibe das mal gleich dahinter, auf dem RAM wird ein Platz für die Variable a bereitgestellt. Anders geht es nicht. So, das macht das Programm. Was dort reingeschrieben wird, das könnte ich ja bestimmen. So, a ist meinetwegen, machen wir mal, soll 1 sein. Ja? Das ist das Einfachste. A soll 1 sein. So, jetzt ist aber nicht gesagt, machen wir weiter. So, int b. So, und B soll 2 sein. Oder 2 von 5 soll das sein. Kann man gleich so zusammenschreiben. Das ist gar nichts. Das wird an B bereitgestellt, wieder auf dem RAM.
So, die Größe, die bestimmt sie nach Datentyp. So, wenn wir uns jetzt mal eine Ausgabe vorstellen, zum Beispiel printf, und da schreibe ich erstmal rein, das ist die Adresse von A, die Adresse von A, das ist die Adresse auf dem Speicher, ja, habe ich ja vorhin durchnummeriert, Sie mögen sich erinnern, das soll also als erstes ausgegeben werden. Jetzt muss ich überlegen, das machen wir mal, ja, wird schon klappen, das ist die Adresse von A und der Wert von A. So, das machen wir auch nochmal hier rein, der Wert von A. So, habe ich gleiche Zeichen geschrieben da vorne? Ja. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Was ist dieses komische Zeichen nach dem S-gleichen A? Was das ist? Prozentzeichen? Ja, das ist aber C. Das ist ein Prozentzeichen. Das ist ja C, Mensch. Da musst du jetzt nicht groß drüber nachdenken. Ich schreibe das ja bloß mal so runter. Ich will ja bloß das Ding sichtbar machen. Ne? Ich will also hier oben den Sachverhalt, den ich hier mal aufgebaut habe, mit den Werten, dass wir auch mal wissen, das ist immer so schwierig, sonst wenn ich sage, ja, das ist der RAM und da sind die Daten drin, das muss man auch mal ein bisschen plastisch machen. Ne? Und das werden Sie also sehen. Ich hoffe, dass das dann auch funktioniert hier, was ich hier für Blödsinn mache. Ne? So, das ist die Adresse von A und das ist, warte mal, kann ich das hier, ich schreibe mal ein X rein, ne? Ja, werde ich gleich zeigen. Ich schreibe mal ein X rein, das ist die Adresse von A, die wird so dargestellt und A selbst. Ne? So, also mal gucken, ob es überhaupt funktioniert, was ich hier gemacht habe. Ja, mal übersetzen. Ah, Mist, hab schon einen Fehler hier, Obwohl, es könnte vielleicht sogar klappen. Na, lass mal durchlaufen. Ohne Probleme. Ja, der ist ein bisschen langsam, das... Jawohl. Jetzt haben wir es ja schon. Das ist ja schön, hat geklappt. Und das gleiche machen wir von B, warte mal. Und von C, das machen wir mit B nochmal. So, dann schreiben wir uns B hin hier, ne? So, so einfach ist C, wir haben gleich noch einen C-Programmierkurs bei mir hier. Das ist B. Und jetzt gucken wir uns mal die beiden Sachen an. Zack, nochmal durchlaufen lassen. Und dann werden wir hier vorne, das hat jetzt bloß noch mit der Konvertierung zu tun, weil ich einen Int-Pointer gesetzt habe. Ist egal. So, und jetzt schauen Sie mal hier hin. Also, da muss ich ja B reinschreiben, ne? Sonst sehen Sie ja gar nichts, ne? Ich bin ja auch ein Pfeifen-Heini. Hier muss noch B rein. So, haben wir B. Nochmal hier durch. Ups, so. Jetzt schauen Sie mal die Ergebnisse an hier unten. Und da sehen Sie also, dass das A gleich 1 auf der Adresse, und jetzt gucken Sie mal, wie groß der RAM ist, 63FEDC ist. Und hier sehen Sie die nächste Adresse, wo B drauf liegt. Das heißt also 63FED8. So, DCD8. Sie sehen, die Adressen unterscheiden sich. Die unterscheiden sich, hier von C nach 8, können Sie also ausrechnen. Ich denke, das sind 4 Byte. Ja, das sind 4 Byte. 4 Byte. 4 mal 8 kommen Sie dann auf die Breite, die hier reserviert wird, für einen Wert. Das hatten wir also alles schon. Und das heißt, diesen Offset, den muss man natürlich immer beachten bei sowas. Ne? Sonst kriegt man hier Probleme. So, das habe ich jetzt mal hexadezimal dargestellt. Ich könnte das auch dezimal darstellen, das ganze Ding. Das ist also praktisch nur eine Formatierungsausgabe. Das ist das Schöne bei C. Ich kann also hier die Umrechnung sofort über die Ausgabe realisieren. Ne? Jetzt gucken wir mal. So, da sehen Sie natürlich die Adressen. Hier sehen Sie den Unterschied. 4, ne? Das ist ein Offset von 4 Adressen. Und da wissen Sie genau, aha, 4 mal 4, 4 Byte hat einen Wert Größe. Ne? Der Integer hat 4 Byte. Hätte ich jetzt einen anderen Wert genommen, kein Integer, sondern ein Double oder so, dann werden die Werte ja auch ganz anders dargestellt. Das müsste ja mathematisch werden. Die werden also mit Mantissa Exponent dargestellt. Aber diese Sachen, oder ich schreibe hier was anderes hin. Ich schreibe mal Long hin. Long. Long ist praktisch ein großer, ganzzahliger Wert. So, und wenn ich das jetzt übersetze, achten Sie bitte mal drauf, 3308 und 3304. Es kann sein, dass eine andere Adresse gezogen wird, aber wahrscheinlich die gleiche, die erste. 3308 und 3304, ja, hat er natürlich, weil ich den als DL hier ausgegeben habe. Ja, das hat jetzt leider nicht geklappt. Das ist schade, das ist richtig schade. Ja, 8 und 4, ne? Also er hat jetzt wieder die 4 angezogen, weil man das intern gemacht. Naja, ich müsste es höchstens mal mit Double probieren, wa? Und ich könnte es mit Double mal machen, aber
Dann bringt es wohl nicht viel. Naja, wir gucken es mal. Ein Double, was hat ein Double? Mal gucken, ja, wir werden Double machen. Das ist eine Gleitkommazahl, ist das, ne? Das ist eine Gleitkommazahl. Oh. Kann ja trotzdem Double sein. Das heißt, da wird mehr reserviert. So, mein lieber Mann. Falsch geschrieben. So, Double. Gut. Und dann müsste ich natürlich hier noch was ändern. Ich glaube, da muss ein F reingeben, ne? Eieiei. Muss ein F rein. Ja, zack. Das geht das nämlich wieder nicht. Das ist alles F. F. Und die Adresse, die machen wir erstmal auf X. Dann sehen wir es besser. Auf X sehen wir es besser. So, nehmen wir auf X. Ne? Die Adresse. So, mal sehen, was jetzt passiert. Das heißt, jetzt haben wir einen anderen Datentyp. Wirklich definitiv. So. Und da sehen Sie natürlich, da haben Sie 8. Da haben Sie, den Unterschied ist jetzt 8, das kann man das sehen, ne? Von 0 bis 8, das sind, also jetzt haben wir praktisch nicht mehr 4, sondern jetzt haben wir 8 Byte zur Verfügung. Und Sie sehen auch, die Ausgaben sind ganz anders, ne? Also, nochmal dazu, von der Organisation des entsprechenden Speichers ist es also wirklich so, dass wir uns da genau dran halten müssen, was hat der Speicher, was wird dort, wie viel wird dort entsprechend reingebracht. Und wenn Sie es nochmal hier anschauen, dann haben wir genau diesen Offset jetzt hier ausgearbeitet, entweder 07F oder 1234, je nachdem, wie viel abgespeichert wird in dem entsprechenden Speichermodell. Das ist immer wichtig, dass man da so einigermaßen, naja, so ein bisschen was dazu sagen kann. Das ist, also für mich ist es eine wichtige Entscheidung immer, wenn ich sowas mal mache, dass das auch dann vernünftig abgearbeitet wird. Und das wird in dem RAM genau organisiert, ja. Organisiert einerseits das Rechenwerk hat damit nichts zu tun, aber das Steuerwerk gibt jetzt Befehle an den Adressbus, welche Adresse soll in die CPU geholt werden und welche Adresse geht nachher in welches Register. Das ist nicht nur ein Register, was hier drin ist. Ne? So, das ist praktisch eine vereinfachte Darstellung von dem, was ich Ihnen gesagt habe. Hier haben Sie natürlich die Bussysteme nicht mit aufgezeichnet. Das ist eine ganz wichtige Sache, die fehlt hier leider. Aber dazu haben Sie ja die andere Skizze von mir schon gesehen. So, also das verlange ich nicht von Ihnen, da gehen wir mal drüber weg. Das sind also doch Darstellungen alleine, das sind die Funktionseinheiten der CPU nochmal erklärt, Steuerwerk, Rechenwerk und die Register. Ne? Und im Register haben Sie eben einen Befehlszähler, wo Sie sich gerade befinden. Ja? Und ein Befehlsregister, da wird also ausgeführt, was drin steht in den entsprechenden Sachen. So, die Zwischenspeicher haben Sie auch noch, Busse, Adresse und Steuerpfade. Ne? Also das ist der Datenbus, der Adressbus und Steuerpfade ist eben dann entsprechend der Steuerbus. Ne? Haben Sie hier nochmal dargestellt. Ne? Und die Breite, nochmal, die Breite des Datenbusses, die bestimmt eigentlich wesentlich, wie viel Information hier, wie schnell die Informationen verarbeitet werden können. Ne? Haben Sie einen Takt nochmal dran, naja. Das können Sie von mir aus können Sie das Bildchen auch merken, aber so schlimm ist es nicht. So, das habe ich nie gemacht. Das ist ein Beispiel AMD, Prozessor, Blockschaltbild. Die Prozessoren sind mittlerweile so weit, dass sie mehrere CPUs vereint haben auf einem Chip. Ich habe mal eine Frage. Vielleicht können Sie die beantworten. Da kommen wir gleich dazu. Ich habe mal eine Frage. Wenn Sie sich mal so eine CPU anschauen oder Ihren Rechner mal betrachten, ich werde das mal rüberschieben, dann kann ich ein bisschen was malen dazu. Und zwar, wenn Sie das betrachten, wenn Sie mal einen Rechner betrachten, so, da haben Sie Ihre CPU, meinetwegen i7, und dann gibt es da welche, die machen 2,7 Megahertz. Und dann gibt es aber von derselben Form i7, die machen 3,2 Megahertz. Frage dazu. Vielleicht können Sie sich da mal ein bisschen mit reinbringen. Warum baut man welche mit 2,7 und welche mit 3,2? Ein paar Leute da oder seid ihr weg? Komm, einer muss es mir beantworten.
Ich weiß nicht, ob damals, als ich mir Mobile gekauft habe, war die Auswahl, quasi die teure Version mehr oder weniger zu nehmen. Und der einzige Vorteil, den mir damals erklären würde, ist, dass das System mit mehr Megahertz das altern besser. Also das verliert schneller an Kapazität, bleibt länger schnell. Welches? Das mit mehr Megahertz. Das ist richtig. Und warum ist es so? Könnte man ja gleich sagen, warum machst du denn da die 2,7? Oder 2,2 gibt es auch, ne? Je nachdem. Was ist denn die entscheidende Größe bei solchen Sachen? Ja, wenn der Rechner eigentlich mit 3,2 hat, hat er eigentlich mehr Potenzial, was man ausschöpfen könnte. Aber wenn ich nicht an seine Leistungsgrenze gehe, die 100%, sondern wenn man immer mit 70% betrieben würde, dann hätte er natürlich länger. Und der muss sagen, was jemand mehr, hat er weniger Puffer, sag ich mal. Das ist ja genauso mit dem Auto, oder? ja, ein bisschen. Ja, warte mal. Die beiden, worin unterscheiden die sich? In der Angabe, dass sie den mit einem höheren Takt betreiben können, den hier zum Beispiel, als diesen. Warum macht man denn sowas? Da kann ich sagen, ja, wenn ich hier eine Möglichkeit habe, alle mit 3,2 laufen zu lassen, dann muss ich ja keine 2,7er auf den Markt schmeißen. Zumal die ja noch preiswerter sind, ne? Aber die sind von der Herstellung, ich sag's mal so, die sind alle nacheinander vom Band gekommen. Oder meinen sie nicht? Ist das nicht dasselbe CPU, einfach nur runtertaktet? Ich habe ja die Möglichkeit, meine zu takten. Das heißt, wenn ich jetzt 2,7 Megahertz habe, dann ich die nochmal 3,2. Jetzt geht es nicht mehr, ne? Also, ging mal, haben Sie recht. Aber was macht, Herr Friese, ne, ist das, ne, Kevin? Ja. Was haben Sie denn für einen Nachteil? Oder, ja, wenn Sie zum Beispiel das Ding übertakten, da hat man ja mal gesprochen, ne? Was kann das sein? Wird so heiß, das heißt, ich bin nicht dran. Aha! Das heißt, die Dinger werden alle geprüft, ne? Die werden geprüft. Aufgrund ihrer elektrischen Werte. Die werden alle geprüft. So. Und jetzt haben sie eigentlich das Richtige schon gesagt. Das heißt, man produziert 3,2er. Und dann sind 3,2er dabei, die sind zu heiß, ne? Ja. Und da sagt man, okay, die werden so beschalten, dass im Takt drauf geht, der Quarz, der liefert dann nur 2,7, um die elektrischen Werte einzuhalten. Das sind also die normalen Toleranzschwankungen, die werden alle geprüft, alle. So, ich glaube, Intel ist jetzt bei 0,7 oder 0,12 Nanometer, ne? In der Strukturbreite. So, und da kann es natürlich passieren, dass das nicht exakt eingehalten wird, dass die unterschiedliche elektrische Werte haben. Das heißt also, wenn sie alle, ich sage das mal so, mit 3,2 Volt beschaltet werden, oder ja, dann kann es also hier passieren, dass der zum Beispiel zu warm wird. Die Grenze kenne ich jetzt nicht. Er geht über 80 Grad Celsius. So, und wenn er über 80 Grad Celsius geht, sag mal bitte, dann muss ich ja nicht wegschmeißen, sondern ich beschalte den dann einfach mit einer niederen Taktfrequenz. Na? Und das heißt also, dann ist er noch im Rahmen. Und insofern ist die erste Aussage, ich weiß jetzt nicht, wer es gewesen ist, richtig, wenn man sich für den höheren entscheidet, hat man den qualitativ besseren. Das ist einfach so. Das ist so. Ne? Das heißt, man muss die ja nicht wegwerfen, die funktionieren ja auch. Ne? Dann verkauft man sie preiswerter und fertig ist man. Ne? Also so ist die Philosophie. Es werden alle geprüft, das ist klar. Man geht hier über die elektrischen Werte. Wo ist es denn besonders kritisch? Mit der Temperatur, bei welchem Bauteil. Also wenn Sie zum Beispiel in Ihrem PC, das ist ja nicht unbedingt die CPU, es gibt ja noch was anderes. Ne? Die haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber können wir ja mal machen. Die Festplatte? Ah, nein, das ist... Grafikspeicher. Jawohl. Und da gibt es natürlich... die Grafikkarte, ne? Da haben Sie auch nochmal. Die Grafikkarten sind ja meist in der Regel... Die haben ja eigenständige Prozessoren. Ne? So, das ist hier nochmal dargestellt im Prinzip. Die haben eigenständige Prozessoren. Es ist ja nicht nur so, dass sie eine CPU haben, sondern wenn sie eine Grafikkarte kaufen, eine gute, die hat ja einen eigenen RAM. RAM-Speicher en masse und vor allen Dingen hat sie eine eigene CPU. Und die Dinger, die laufen natürlich relativ gut. Sie können, das ist wichtig, sie können auch der sogenannten Grafik-Unit von der Grafikkarte was übergeben. Sie können dort durchaus
mal, jetzt habe ich hier gerade nichts dabei, ist schade, müsst ihr alle mal aufmachen. Ich habe nämlich noch ein Programm, OBS Studio, wenn ich den aufhabe, wird automatisch die GPU mit angesprochen. Also von dieser Karte hier, ne? Von dieser Karte hier, ich habe eine NVIDIA-Karte hier drin, da kannst du nochmal Prozesse auslagern, die von der GPU beauftragt werden. Ja? Das funktioniert auch. Also man kann direkt jetzt Rechenleistung nochmal von der Grafikkarte abfordern, wenn sie zum Beispiel nicht eingesetzt wird für Spiele und so. Ne? Da kann ich dann meinetwegen sagen, ja, ich mache das über die GPU, was ich mal wegen Server oder so. Das funktioniert eigentlich ganz gut, das können Sie da hier drin sehen. Das hängt eigentlich mit dem Kontrollzentrum zusammen. Ich will das aber jetzt nicht machen, weil ich auch ein bisschen Angst habe, mir stürzt das ganze System ab. Bloß wenn Sie mal ein bisschen was verlagern können, dann funktioniert das auch. Ne? So, da ist also die modernen Rechner, die haben sich zwar in der Struktur nicht geändert, hatte ich Ihnen ja gesagt, aber natürlich hat ein moderner Rechner mehr als eine CPU drin. Ne? Das ist eine ganz normale Geschichte. Gut, die greifen aber alle auf einen gemeinsamen Arbeitsspeicher zu. Und das ist wiederum der RAM, der dort ist. Alles, was im RAM ist, kann abgearbeitet werden. Was auf dem externen Speicher ist, kann nicht verarbeitet werden. Das müssen Sie wissen. So, da werden wir uns nochmal dazu einigen, dass wir hier nochmal ein paar Informationen nachher geben. Wie spät ist denn das jetzt schon? 12.56 Uhr? Naja, das geht aber noch, ne? Das ist eine Stunde erst weg. So, davon habe ich gesprochen. Und hier haben Sie nochmal die Speicheradressierung der Busse, ne? Das heißt, hier ist es mal durchnummeriert. Und da hat man eben erst gesagt, naja, da sind 8 Bit drin, ne? Das ist aber die Darstellung eigentlich nicht ganz richtig. Das heißt, der Adressbus hat N-Signalleitungen, das ist erstmal die entsprechende Sache und das ist die kleinste adressierbare Speichereinheit, zum Beispiel 8 Signalleitungen werden beaufschlagt. Wenn ich 8 Signalleitungen habe, dann kann ich maximal 256 Informationen mit einmal übertragen. Ne? So, das Bitmuster ist natürlich vorgegeben. So, wie gesagt, Adresse ermittelt das, Datenbus, M-Signalleitung zur Übertragung der Daten, das heißt, der Datenbus muss natürlich auch die Breite haben. Ne? Der Datenbus muss die Breite haben, nur ein Byte meinetwegen hier mal dargestellt, und das kann über den Adressbus nur gemeinsam adressiert werden, was hier drin steht. Also Sie können nicht sagen, ich will mir 01 rausholen. Ne, da müssen Sie 01, 01, 1, 001 rausholen. Ja? Machen wir eine kleine Übung. Können Sie mir das mal hexadezimal umrechnen, das Ding hier, was da rauskommt? Komm, einer macht's mal. Hexadezimal, was kommt da raus? Wissen Sie es noch? Gut, machen wir es zusammen. Ach Mensch, aber das macht ja richtig lustig hier. Warte mal, ich schalte es mal aus. Machen wir es zusammen. Also, ich glaube, das war so. War das nicht so, dass man quasi, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welches Sie meinen, aber war das nicht das, wo man quasi hinten bei der Zahl anfängt? Bei der 0 und 1 und 2? Das sind mal die 8 Bit hier, ne? Wenn Sie eine Umrechnung kriegen, das in Hexadezimal, das hatten wir letztens besprochen, ne? Das war ja mal Thema letzter Woche. Haben Sie 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, genau, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. So, und dann können Sie ja rechnen, ist 1, hier wäre die 2, hier wäre die 4, hier ist die 8, das ist dann, kommt hier 9 raus. Und hier haben Sie 59, kann das sein? Nee, warte mal, spricht mal anders, na klar. Das ist hier die 1, das ist die 2, das ist die 4, haben Sie recht. So, das wird aber mit 5,9 wird das geschrieben, ne? 5,9. Ja, Entschuldigung. Ja, 5,9. 950 ist falsch, 5,9 heißt es. Ja, Entschuldigung. Ja, ist klar, ne? So, also schnell. Wenn ich hier vorne nochmal, ich sag mal, das sind deswegen ja, machen wir einfach nochmal welche ran, nochmal 4. Also hier würde dann stehen 000 nochmal und hier steht mal wegen 1111. Da können Sie sofort sagen, da würde dann F davor kommen, ja? Und die Ziffernfolge wäre dann F59, ne? Hexadezimal. Ist natürlich bedeutend kürzer. Das haben Sie vorhin gesehen bei meinem Programm. Ich habe die auch hexadezimal ausgegeben. Gibt natürlich einen ganz anderen Eindruck, als wenn ich da so ein riesen dezimales Ding habe. So, also nur nochmal dazu, dass wir das auch nochmal wissen. Das hatten wir letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Ne? Ja, also insofern
kann man das mal schnell umrechnen und sowas. Ne? Also, ja, damit müssen Sie dann mal in der Übung mal rechnen oder eben mal in der Prüfung, dass Sie mal so zwei, drei Zahlen mal schnell umrechnen. Ne? Das werden Sie schon hinkriegen. Gut, also beschäftigen Sie sich nochmal mit dem Zahlensystem, haben wir letzte Woche gemacht. Ne? So, hier haben wir nochmal die Zusammenfassung von dem ganzen Quatsch. Der Adressbusbreite bestimmt die Zahlen der adressierten Datenbytes. Es geht nicht sequenziell, es geht parallel. So, wenn Sie eben nur 8 Bit haben, dann kriegen Sie eben nur 256 Adressen rein, ne? Mit dem entsprechenden Offset. So, hier haben Sie nochmal die 16, 32, 64 Bit, 128, habe ich mir geschenkt. Übrigens, das sind hier hinten die historischen Rechner, die gab es also hier wirklich mal so, Intel 286 und sowas. Und ich sage Ihnen mal, wenn Sie ältere Leute kennen, so wie mich und noch ältere, und die erzählen Ihnen dann, oh, damals war es toll, eine tolle Zeit. Naja, ich möchte die Zeit nicht wieder haben. Ne? Ich habe da auch schon im Rechenzentrum gearbeitet, das war natürlich eine Katastrophe. So, Adressbus ist klar, dann Datenbus, die Breite bestimmt die Anzahl der parallel zu transportierten Datenbytes. Wenn es der Adressbus nicht hergibt, können Sie ja auch nichts transportieren. So, ich hatte ja, die Breite intern, extern ist wichtig für die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Datentransport, Zahlenbereiche und Realzahlgenauigkeit. Eine ganz wichtige Sache ist das. Ne? Die Typen lassen sie einfach mal weg, aber es gab schon Anfang der 90er Jahre 128 Bit, das waren die sogenannten Deckrechner, das war mittlere Datentechnik. So, und die Breite ist je nach Prozessortyp bestimmt. Meine Frage nebenbei, was schätzen Sie denn, wie viel Speicher eine PDP-9 hatte oder die Robotron 360. Ich werde das mal aufschreiben. Es gab ja im Osten und im Westen parallele Entwicklungen. Die waren relativ parallel in den 60er Jahren. Da haben wir uns ein bisschen verabschiedet. Es gibt also einen Prozessrechner, der hieß Robotron 360. Warum der 360 ist, weiß kein Schwein. Und PDP 9 hieß der von IBM. So, gehen wir mal zurück ins Jahr 1985. So, die Dinger sind in den 60er Jahren entwickelt worden, das ist ja 85. Was schätzen Sie denn, wie groß der RAM war von diesen Großrechnern? Ja, die waren ja, das Gewicht, die wogen alle über 10 Tonnen, ne? Also, so ein mittleres Kraftwerk. So, schätzen Sie mal, wie groß der RAM war von diesen Geräten. Die waren zufällig gleich, beide. Na, komm, hau mal einen raus. 128 Megabyte. Mhm. Ja, die hatten circa, ich sag das jetzt mal, 512 Kilobyte hatten die in der Grundausführung. 512 Kilobyte. Ja, wenn Sie es mal einordnen, wie viel hat denn heute ein normales Foto, was Sie so hin und her schicken? Also da können Sie schon mal ein paar Abstriche machen. Es gab keine Festplatten, sowas gab es nicht. Es gab nur Bandgeräte zu der Zeit. Dann kamen die ersten Festplatten, Riesendinger. Ja, ich habe ja mal bei der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Da habe ich Frau Angela Merkel kennengelernt als Arbeitskollegin. Das war nun mal so. Ich hatte das nicht direkt mit ihr zu tun, aber öfter. Ich war im Institut für Halbleiterphysik und sie war in der Institut für Kosmos, glaube ich, Forschung war sie gewesen. Wenn Sie mal nach Adlershof rausfahren, der eine oder andere wird das kennen, dieses Wissenschaftsstädtchen, was da entstanden ist. Wenn Sie mal, hätte ich gesagt, von der Brücke reinfahren, also von der S-Bahn-Brücke, vom S-Bahnhof, wenn Sie da hochgehen, die Straße, ja, da ist hier die S-Bahn-Brücke, dann gehen Sie ja die Straße hier hoch, können Sie hochgehen, und dann biegt das hier ab. Hier war der Fernsehfunk, das haben Sie alle abgerissen, aber hier gibt es noch Studios hier hinten, ne? Und ein Stückchen weiter ist ein ganz imposanter Bau. Der sieht so aus. Das sind so zwei. Sieht ein bisschen schweinisch aus, ne? Ist aber auch so. Das war das Institut für Kosmosforschung. Das sind zwei solche aus Beton, die stehen noch.
Hier war ein Weg zwischen, da konnten sie hier rüber hergehen. Das waren so riesige Betonkugeln, ich weiß nicht, wie viel Durchmesser sie haben, 10, 12, 13, 14 Meter, das ist ein Durchmesser. Das war das Institut für Kosmosforschung und da hat die gearbeitet. Das hat einen Spitznamen gehabt bei uns immer, das war der Busen der Republik, so hieß das Ding. War eigentlich eine sehr moderne, futuristischer Bau. Den haben die stehen lassen. Der steht jetzt so ein bisschen versteckt in der zweiten Reihe. Hier ist eine Einbahnstraße, hier ist eine Straße. Ich glaube, hier sind Häuser, das steht da so ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Das ist ein sehr, sehr interessantes Gebäude. Jedenfalls hatten wir damals die Möglichkeit, das habe ich erzählt, dass wir also relativ früh Rechentechnik bekommen haben. Und da gab es mal einen, der hieß 5120. Das war unser erster Rechner, den wir dort bekommen haben. So, der war so 1000 mm lang, so Meter, wie hoch war der Teil? Boah, 60, war 600, von der Tiefe her wird er auch noch mal so 800 gehabt haben. So, muss den Schreibtisch verstärken, hier kannst du da auf den Schreibtisch gewuchtet. Das war der erste Rechner. Und da hast du hier an der Seite zwei Einschübe gehabt. Können Sie es sehen, ja, ne? Hast du hier 5120, den müssen wir uns noch mal im Internet raussuchen. Das können wir noch viel einfacher haben. Ich suche den mal, ob ich den rauskriege. Weiß nicht, ich probiere das mal. Warten Sie mal, ich bin mal hier rüber. 5120, PC 5120, so hieß das Teil. PC 125 DDR, vielleicht kriegen wir es daraus. Bilder zu, ach Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, ey, das gibt's nicht mehr. Also, PC 5120, das muss doch existieren, so ein Ding noch. Ah, Bilder vielleicht nochmal hier gucken. Ja! Voila! Das ist schon die zweite Bauform. Das ist schon die zweite Bauform. Gucken Sie mal das Ding hier an. Das ist ja hier. Wirklich, das ist ja ein riesen Apparat gewesen. Ich fand die, das war ein Fortschritt, war das. Das war ein Fortschritt, deutsche Ingenieurkunst. Alle Dinger waren sehr schwer. Das waren 13 Zöller hier, ne? Der hat 13 Zoll gehabt. Hier haben wir es nochmal mit einem externen Laufwerk. Kann man nicht mal aufmachen, hier gibt es ja nicht sowas. Es gibt übrigens ein Museum. Robotron 5120. So ein Ding kann ich auf dem Schreibtisch stehen. Da muss das Ding verstärkt werden. Was der natürlich konnte, bei 82... Was der natürlich konnte, der hatte hier schon drei Einschübe von Diskettenlaufwerken. Und die Diskettenlaufwerken, das waren, es gab keine Festplatten, es waren Floppy Disk, ich glaube 5,25 Zoll Disketten, 5 Zoll waren die, ich glaube die waren 5,25, mal gucken. Das ist alles schon wieder weg. Ja, da haben wir sie. Das sind diese Teile hier, ne? Das sind diese Teile. 5,25 Zoll waren die gewesen. Die haben eine Speicherkapazität gehabt am Anfang, oder waren wir, nehmen wir die 8,5er, die waren ja noch besser, die 8,5er, kannst du jetzt noch kaufen, ey. Ja, naja, diese 5,25 Zoll, das waren schon die Minidisc, die hatten eine Speicherkapazität von 640 Kilobyte. Und die konntest du in der DDR kaufen, da hat aber eine 100 Mark gekostet. 100 Mark, so ein Pack war immer ein Tausender. Ja, wenn du die kopiert hast von einem Laufwerk aufs andere, hast du also in den Geräten, hast du eine drinne gehabt zur Datenspeicherung, eine hast du drinne gehabt, was weiß ich, als Programmdiskette, gab es ja auch schon Datenbanken, Word gab es auch schon. So, und da konntest du hier arbeiten. Da warst du ja nicht effizient, ne? Das hat natürlich ziemlich lange gedauert. Das Kopieren dieser 640K von einer Diskette auf die andere dauerte ungefähr 5 Minuten. 640 Kilobyte von einer Seite zur anderen. Dann wissen Sie, wie schnell die Geräte heute geworden sind. Ja? Das war ein monochromer Bildschirm hier. Das war so, wir haben also so einen Seeschlitz war das. Ne? Und hier haben die ganzen Speicherkarten drin gesteckt. Das Ding war hundeschwer. Ich weiß ja, bestimmt, hat bestimmt 150, 200 Kilo gewogen, das ganze Ding hier. Ne? Also das war schon ein Apparat. Und dazu gab es dann auch die riesigen Drucker. Ich will eigentlich nur mal ein bisschen was verdeutlichen, was es damals schon gab. Und aufgrund dieser Tatsache wünsche ich mir diese Zeit nie zurück. Das hat alles so lange gedauert, ja. Also wenn du mir Fehler eingegeben hast, du bist ja nicht aus dem Krieg gekommen mit den Dingern. Ne? Aber das waren schon Dinger, da kannst du mal gucken.
Wir haben ein, an der Hochschule gibt es ein sogenanntes, glaube ich, Computermuseum. Da können Sie mal reingucken. Ist ganz interessant, sich das mal dort anzuschauen, das ganze Theater, was hier gelaufen ist. Ne? So, die Datenspeichergeräte hatten natürlich noch einen anderen Nachteil. Wenn Sie mit der S-Bahn gefahren sind in Berlin, hier haben wir sie alle drei nochmal. Hier haben wir die großen nochmal. 8 Zöller gibt es, doch, 8 Zoll gab es auch. Warten Sie mal, 8 Zoll. Wenn Sie mit den Dinger, die haben Sie gerade in der Aktentasche gekriegt. Die 8 Zöller, die konnten aber nur 150 aufnehmen. Ne? Das sind, die konnten nur 150 aufnehmen. Das, mehr haben sie nicht geschafft, 150 Kilobyte. Wir haben sie dann gelocht. Hier war der Lesekopf hier oben, hier konnten sie den Lesekopf einschalten. Hier war ein konischer Mitnehmer drin, der drehte das ganze Ding. Und drin war eine Magnetscheibe, ne? Also eine magnetisierbare Scheibe. Das war natürlich schön, schön doof alles gemacht. Hier haben wir nochmal die Gegenüberstellung. Je kleiner die geworden sind, umso höher ist die Kapazität geworden letztendlich. Ne? So, für die externen Speicher war das natürlich immer so eine Sache. Und es gab, wie gesagt, ein großes Problem, wenn sie mit den Dingern mit der Aktentasche nach Hause gefahren sind. Oder haben die rausgenommen aus dem Büro, mit der S-Bahn zum Beispiel. Die hohen Induktivitäten, die dort erzeugt wurden durch die Elektromotoren, hat natürlich, ach Gerd, was ist denn hier los? Ach Gott, so ein Live-Chat hier, die lassen wir doch nicht mitmachen. Ich gehe mal raus hier. Die großen Induktivitäten, die wir da hatten, die haben natürlich dazu geführt, dass wir, dass die Daten teilweise gelöscht wurden. Ne? Es ist also wirklich vorgekommen, dass die Daten dann einfach mal gelöscht wurden. Naja, das war ein kleiner Ausflug in die Historie. Können Sie sich gerne alleine reinziehen. Wer sich dafür interessiert, der soll das ruhig mal machen. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her. Ne? Das ist ja nicht mein Menschenleben, ein halbes. Ne? Ich war damals auch jung und habe mich da immer schon begeistert dafür und habe dann auch weitergearbeitet. Es gab dann die ersten, Anfang 90er Jahre gab es die ersten Festplatten. Kurze Frage mal an die Runde. Wir gucken uns nochmal so eine Festplatte an. Probieren wir mal eine raufzurufen. Was schätzen Sie denn, was so eine Festplatte gekostet hat? Sagen wir mal so ein Gigabyte, ne? Warte mal, ein Gigabyte, was die so gekostet haben. Was so Anfang der 90er Jahre, ein Gigabyte, das waren schon richtig, richtig große Kavenzmänner. 20 Gigabyte gab es dann auch, aber Anfang war es, sagen wir mal, Festplatte 1990, mal sehen, ob wir da was finden. So, mal sehen, ob wir ein paar Bilder finden davon. Ne? Festplatte 1990, ja, hier haben wir sie. Schauen wir mal an hier, die Apparate. Festplattenlaufwerk, das war ein Gigabyte, ne? So ein Ding. Ja, 5,5 Zoll, die waren so. Also, da haben sie 4000 Westmark hingehauen, ne? Für die Dinger. 4000 West, ein so ein Ding. So, es war Wahnsinn, was der Unterschied ausgemacht hat. Hier haben wir also nochmal die Unterschiede. Das hat sich natürlich extrem geändert. Ne? Das können Sie gerne mal nachlesen hier. Das steht hier alles schön drin. Wenn Sie mal Zeit haben, einfach mal für Sie so ein bisschen als Literaturstudium. Das ist immer gar nicht so schlecht. Gut, gehört hier einfach mit dazu, dass wir mal über sowas gesprochen haben. Ich hatte sonst immer die Anschauungsstudie immer mitgehabt. Ja, habe ich sie auch hier jetzt so reinhalten können. Aber machen wir ein andermal. Es hat sich verkleinert, es hat sich verschnellert. Wenn Sie mal überlegen, so ein kleiner Stick, wie leistungsfähig die Dinger geworden sind, und da haben Sie 8 Gig drauf, oder was ist der Teufel, und kostet, kriegen Sie nicht mehr zu kaufen. So, den Rest hier hinten, den machen Sie bitte schön alleine. Ja? Also Betriebsarten von Rechnern nach Nutzeranzahl, das machen Sie bitte alles alleine. Das interessiert mich nicht weiter. Wir werden jetzt, wie spät ist denn das jetzt? 13.14 Uhr. Ich schließe das jetzt ab. Ich mache jetzt mal den Stream aus. Wir machen dann lassen Sie uns ruhig mal 20 Minuten Pause machen jetzt. Ne? Das ist gar nicht so schlecht. Lassen Sie uns 20 Minuten Pause.